Liebe Eiswanderer und Freunde der Eiswanderer, wir haben uns heute zusammengefunden hier, um den Tod unserer Bürgermeisterin Iria zu beklagen. Es wird getanzt, es wird gefeiert zu ihren Ehren. Sie liegt aktuell noch unter der Bank. Und wer ist das hier? Der sich so unflätig, Itza setzt sich hier unflätig einfach mal hier darüber. Es wird trotzdem getrauert, die Bürgermeisterin ist tot und muss natürlich jetzt beerdigt werden, aber ich fürchte wahrscheinlich erst, nachdem der Nachtschlaf durchgeführt worden ist. Man will sich jetzt hier nicht unbedingt stressen, es wird immer noch quasi ihre gedacht und bis dahin muss sie halt hier liegen bleiben. Das ist leider so. Der neue Bürgermeister ist wer? Guck mal ganz kurz. Ukene, auch schon sehr alt, 53 Jahre alt. Mal gucken, wie wir hier jetzt einstellen können. Wir werden auf alle Fälle hier hochstellen und die Arbeitszeit auch ein bisschen hochstellen. Ja, wobei die Arbeitszeit ist momentan nicht so dramatisch. Wir machen mal die Rationierung. Ah, die lassen wir voll, das passt, wir haben so viel zu essen. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen der Beerdigung beiwohnen unserer Bürgermeisterin. Das ist jetzt mittlerweile schon der zweite Todesfall. Den ersten, den haben wir leider verpasst. Der hat uns leider auch Wissen gekostet, Steinbearbeitungswissen, sodass wir jetzt unsere Steinmauern nicht mehr fertigstellen können und auf Hilfe von außen angewiesen sind. Und ansonsten müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ich spule mal ein bisschen vor, die Leute gehen ins Bett. Die Iria, die bleibt erstmal hier liegen, das ist so Tradition hier. Jetzt nochmal ganz kurz gezuckt anscheinend. Und... ja, und wartet jetzt quasi darauf, dass sie hier ordentlich bestattet wird. Wir gucken mal kurz, wer sich darum kümmert. Momentan wird noch gefrühstückt. Entspannt. Neben der Leiche. Das gehört alles zum Ritual dazu. Das gehört alles dazu. Die Sonne geht auf. Früh am Morgen. Ah, jetzt hier wird getrauert. Seht ihr das? Jetzt wird hier getrauert. Wer war das hier? Adimbeles mit 46 Jahren kümmert sich um die Beerdigung unserer Bürgermeisterin. Und er hat auch schon, ne, er hat auch schon ein bisschen gewehklagt. Und jetzt macht er sich auf. Hoch zu unserer Begräbnisstätte, die formidabel, möchte ich sagen, gewählt worden ist. Ich weiß nicht, wer diesen Platz ausgesucht hat. Aber die Person, die hat quasi Sinn für Begräbnisstätten. So, da wird sie auch schon eingegraben. Relativ unspektakulär. Er war auch der Einzige, der hier stand und sich verabschiedet hat. Aber die Verabschiedung, die fand er quasi schon gestern Abend statt. Gut. So schwer es uns auch fällt, so sehr uns die Trauer auch übermannt, so sehr müssen wir nach vorne blicken und natürlich unser kleines Dörfchen anblicken, das schon echt ganz passabel aussieht mittlerweile. Und wir gucken jetzt mal, wie sich jetzt die Arbeitslast verteilt, vor allem in den Gruppen, damit wir hier noch ein bisschen was bekommen. Stein ist ja momentan komplett am Limit schon, weil wir das nicht einsetzen können. Holz wird gesammelt und Stämme aktuell bei 5. Aber wir müssen mal gucken beim nächsten Mal, ob die Holzstämme mittransportiert werden. Es könnte durchaus sein, dass die Holzstämme vielleicht mittransportiert werden, allerdings dann vielleicht auch kaputt gehen über die Zeit auf der Übersichtskarte. So, ein weiterer Trockner ist einsatzbereit hier vorne. Macht ein bisschen Sorgen, dass wir hier so langsam vorwärts kommen, aber was willst du machen, ne? Die Mauer kann nicht gebaut werden und ansonsten ist ja alles gemacht hier. So. Sick ist auch jetzt auf einmal sehr laut irgendwie. Ich mach mal einen Ticken leiser jetzt hier. Weil die schon leise ist eigentlich. Na gut. So, wir schreiben den Herbst. Wir haben ganz viel zu essen. Wir werden jetzt mal beobachten, wie es am nächsten Tag aussieht mit der Jagd. Ob da noch genügend Großwild zur Verfügung steht. Aber ich glaube, wir werden hier erstmal bestimmt jetzt bis zum Frühling noch bleiben. Das ist zumindest der Plan. Ne? Ein bisschen Wildhund, der jetzt schon zur Neige geht. Der wird jetzt überjagt, ja. Man kann leider nicht sagen, dass man Wildhunde jetzt nicht jagt. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, ich könnte alles einschalten, außer die Wildhunde zum Beispiel. Aber für uns ist das ja eigentlich jetzt egal. Selbst wenn wir die Wildhunde jetzt überjagen,
Das machst du halt nur, wenn du dann wirklich sesshaft bist oder länger, wirklich lange bleiben willst, damit sich die Arten auch wieder erholen können. Aber ansonsten brauchen wir nicht. Ich könnte mal gucken, ob wir noch irgendwas einstellen können zum Sammeln. Habe ich denn hier irgendwie so Schilf oder sowas? Habe ich hier nicht eingestellt, oder? Dass wir hier dieses Reed noch einstellen. Aber ich gehe davon aus, dadurch, es wird ja auch dann wieder kaputt gehen. Das lohnt sich nicht, dass wir das Schilf so schon sammeln. Wir bekommen dadurch ja nicht automatisch schneller Zugriff zum Beispiel auf die Schilfhütte. Was ist die denn hier? Die ist nämlich noch, ne, das seht ihr schon, Architektur ist da, sind wir noch meilenweit von entfernt hier. Na gut, dann hoffen wir einfach mal auf Neuankömmlinge und die werden wir dann auch aufnehmen. Solange wir noch genügend Essen haben, werden wir die Neuankömmlinge begrüßen. So, hier ist nochmal ein dicker, fetter Auerochse. Dann die Fische, da sind wir bei über 200. Ist natürlich jetzt, das wird jetzt dann langsam abnehmen, denke ich mal. Aber ansonsten ganz okay. Hier vorne wird noch gebaut. Da können wir zum Beispiel noch für die Fische was hinterlegen. Oder was wird denn gebraucht hier? Oh, da sind ja nur noch... sind hier nur noch 10 Fische nur noch? Wo sind denn die ganzen Fische? Wo liegen denn die ganzen Trockenfische? Ach, hier auf dem Boden, weil der Korb kaputt ist. Weil der Korb kaputt ist. Deswegen liegt das Zeug hier draußen. Jetzt sehe ich schon. Aha, na dann. So, ich würde ehrlicherweise jetzt diese Mauern noch nicht abreißen. Es sieht richtig doof aus, wenn hier ständig die ganzen Icons zu sehen sind. Man könnte das jetzt auch so spielen, aber dann sehe ich wieder nicht, wenn irgendwas kaputt ist. Aber ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht doch mal Glück haben noch und jemand kommt, der unser Steinbearbeitungswissen noch etwas verbessert und wir die Mauern noch fertigstellen können. Aber aktuell sehe ich da nichts. So, Handwerker, 15 hier. Arbeiten tun momentan 12 Leute. 12 Leute, also wir haben wieder eine Person weniger. Mangel an Pflanzenfasern muss noch gesammelt werden. Gibt es da aktuell nichts? Was ist denn da los? Mit euch hier. Beschneidet Gras, da kann man doch auch mal 4 Leute einsetzen. Um das etwas zu steigern. Na gut, jetzt wo du Migranten bräuchtest, jetzt kommen wieder keine, leider. Ah, guck mal hier, unsere kleinen Standfackeln erleuchten unser Dorf schon. Mit unserem Mauszeiger natürlich auch. So ist jetzt so eine abgegrenzte Gruppe hier drüben. Seht ihr das? Da waren hier drüben, standen jetzt ein Grüppchen, die planen doch was. Und jetzt, wo ich sie gesehen habe, stellen sie sich hier wieder rein. Sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Na gut, also Ukene ist jetzt auch schon eine etwas ältere Bürgermeisterin. Eine unbeholfene Bürgermeisterin, aber zumindest konnten wir die Arbeitszeiten und Werte noch ein bisschen hochsetzen. Das passt schon. Na gut, aber so ist es halt jetzt, ne? Langsam, aber sicher werden die Leute älter, mit denen wir gestartet sind. Das heißt, die pflanzen sich natürlich auch nicht so schnell fort, dass die Tode aufgewiegt werden. Und wir wollen ja hier nicht irgendwie Inzucht propagieren. Deswegen sind wir auf außerhalb angewiesen erstmal. So, die Baumstämme gehen langsam zur Neige. Wir haben unglaublich viel Feuersteinknolle. Wir können das vielleicht später mal irgendwie eintauschen, theoretisch. Wenn wir mal sesshaft sind, dann fangen wir auch an mit dem Handel. Momentan würde ich den Handel jetzt ehrlicherweise nicht machen. Wir haben ja auch niemanden in der Nähe. Für den Handel müsste die Handelsgruppe müsste für den Handel dann entsprechend die Alpen wieder nochmal überqueren. Das, womit wir uns jetzt so viel Zeit lassen, würden die dann auch mal in ein paar Tagen machen. Aber das soll natürlich so nicht sein, nein. Na gut. Aber wir können uns ja schon mal ein bisschen Gedanken machen, wo wir weiterziehen. Ich glaube, wir haben schon mal geguckt. Hier vorne wäre ein schönes Plätzchen. Leicht am Rande dieses Hügels. Ich würde aber schon sagen, dass wir eher im Tal bleiben und nicht hier oben. Damit wir schön bequem den Fluss noch nutzen können. Aber so ein bisschen im Hintergrund dann den Hügel noch sehen.
Ich glaube, das ist ganz okay. Das wird dann so die Zwischenstation hier. Dann noch eine Zwischenstation, wahrscheinlich hier vorne irgendwo dazwischen. Dann hier draußen, bevor es dann ins gelobte Land hier rüber geht. Ja, und dann gucken wir mal, wie es uns geht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind etwas schnell dran. Vor allem, was jetzt auch unser Wissen betrifft. Das heißt, wenn wir unten im Südosten ankommen, werden wir wahrscheinlich noch gar nicht anfangen können, irgendwelche Farmen zu machen. Es kommt jetzt ganz darauf an, ob wir irgendwie vielleicht Glück haben und... Oh, Migranten kommen. Sehr schön. Zwei Leute. Wir gucken mal ganz kurz rein. Gut. Also einmal jagen, fischen schlecht. Ist das... Was ist das letzte? Ist das Stein? Könnte das Stein sein? Ich guck mal eben. Was das ist hier auch nochmal. Sieht wie Stein aus. Könnte aber auch was anderes sein. Und Werkzeug. Moment. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Das war... Welches Symbol? Holz. Ist das Holzverarbeitung? Nee, was ist... Hä? Es ist Wissen, dass wir überhaupt hier... Ach, das taucht hier vielleicht gar nicht auf, weil wir keine Steinbearbeitung mehr können. Ja, wir nehmen die mal auf, die beiden. 28 Jahre und 24. Die Werte sehen gut aus. So, Neues gelernt. Die Steinmauer. Jetzt, perfekt. Also, das heißt, hier haben wir das wieder bekommen. Hier, Steinbearbeitung. Gott sei Dank, 5%. Das ist ja... Eieieiei. Und das Gute ist auch noch ein bisschen hier Werkzeugschmiede. Es hat leider nicht gereicht, dass wir hier weitere Sachen noch produzieren können, also weitere Werkzeuge noch produzieren können. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt hier unsere 93 Steine unter die Haube bringen. Wir gucken mal ganz kurz bei der Produktion hier vorne, wie viel wir zum Beispiel für die Axt bräuchten. Ja, Steinbearbeitung braucht man hier sehr viel. Und die Werkzeugschmiede, da fehlt auch noch einiges. Guck mal, ob hier irgendwas in Reichweite ist. Werkzeugschmiede. Das nächste wäre der Holzdreizack für den Fischfang. Also den könnten wir schon machen. Wir müssten nur noch unsere Werkzeugschmiede etwas auf Vordermann bringen. Ja, und der Faustkeil, da geht momentan nichts. Dafür brauchen wir dann die Feuersteinknolle. Das wäre dann hier für Schneiden, wäre dann ganz gut wahrscheinlich für die... Für die Pflanzenfasern, dass das etwas schneller geht. Na gut, wir könnten ja theoretisch hier noch ein bisschen probieren, ob wir das noch auf Vordermann bringen, dass wir hier mal auf 30 gehen. Wir brauchen ja, wenn es dann soweit ist und wir diese Dreizacke bauen können, brauchen wir ja jeweils 3 Holzspeere. Das heißt, wenn du da mal irgendwie 5 Holz, wenn du 5 Holzdreizacke bauen willst, brauchst du halt gleich mal schön 15 Holzspeere. Und wenn wir die schon mal ein bisschen als Vorrat haben, dann ist das ja nicht verkehrt. So, jetzt kann ja auf alle Fälle die Mauer noch fertig gemacht werden. Sehr schön. Gott sei Dank. Da soll noch jemand sagen, die Mauer muss weg. Natürlich nicht. Bei uns jetzt zumindest. Ach Gott, jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Damn you. Ihr Götter. Schlechte Kunde anscheinend schon wieder. Ich zoome mal ein bisschen raus, dann wird es etwas leiser. Schlechte Kunde, hoffentlich nicht. Nicht, dass wieder jemand stirbt jetzt. 66, 70. Oieieiei. Adim Beles, 70 Jahre. Wer vielleicht ein Kandidat? Was ist das grüne I? Stark, aha. Ja, ich glaube... Oieieiei, jetzt kommt ja auch noch dicker, fetter Nebel. Alles gemischt jetzt hier. Wir machen hier vorne noch ein weiteres Grab. So. Eieiei, hier kommt ja alles zusammen jetzt. So, ein weiteres Grab hier vorne. Dann sind nochmal 3 Stück da. Jetzt geht's los mit der Gräberei. So, es ist der Winter. Anfang ist da, Leute. Der Winter ist da und die Steinmauer steht noch nicht. Ich bin sehr enttäuscht. Ich brech gleich das Let's Play ab hier. So, das Essen wird ein bisschen weniger jetzt. Wir gucken nochmal hier rein. Also auch hier überjagt die Mufflons, wie man hier sehen kann. Ich glaube, dass wir hier langsam, aber sicher zum Ende kommen. Vielleicht, dass wir jetzt wirklich Anfang Frühling dann losziehen. Zumindest merkt man schon, dass es etwas zur Neige geht, das Essen.
So, 5% immer noch. Eieiei. So, haben denn eigentlich jetzt alle Platz schon, oder? So. Wir haben jetzt aktuell 16 Leute. Okay, passt. 18 Plätze sind da. Das heißt, sollten jetzt nochmal zwei Migranten kommen, dann können wir die ohne Probleme aufnehmen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt hier irgendwie ein bisschen die Steinbearbeitung und die Werkzeugschmiede nach vorne bringen. Merkt euch mal 10% und 5%. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und ihr seht ja, selbst jetzt dauert es natürlich, bis das alles hier aufgebaut wird. Wir haben die ganzen Steine schon wieder verbraucht aktuell und es ist nicht wirklich viel mehr passiert. Es ist so intensiv, so kostenintensiv. Es sieht so fantastisch aus, wenn du so Zäune und Mauern baust und Sachen einkringelst und es sieht einfach viel mehr wie ein Dorf aus, aber es ist zu aufwendig. Es ist wahnsinnig aufwendig. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der Bau eines Weltwunders oder so, wie der Bau der Pyramiden. So ähnlich fühlt sich das an, weil es einfach unfassbar lange dauert, so einen Abschnitt zu zimmern hier. Ist Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal. 10% und 5% waren das, ne? Ich bin mal gespannt. Ich habe das noch nie so wirklich beobachtet. Aber normalerweise müsste das doch eigentlich dann hochgehen, wenn wir Sachen bauen. Wäre jetzt meine Vermutung. Also je öfter man was anwendet, umso mehr wird das gefördert. Ansonsten wäre es ja Quatsch, ne? Woher würde denn dann das Wissen kommen? Geh mal davon aus, dass das so ist. Würde mich gerne belehren, wenn ihr das Spiel besser kennt. Ich bin offen für Tipps und Tricks und Informationen. Gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich gerne auch noch dazu lerne. So, hier vorne, der Korb ist ja fertig. Da kommt noch das Trockenfleisch rein. Das liegt hier überall schneebedeckt herum. Das ist ein bisschen schade, wenn der Korb repariert wird oder repariert werden muss. Wenn er nicht rechtzeitig repariert wird, dass die Phase ist quasi hier, wenn es so blau ist, dann wird das ganze Zeug hier rausgeleakt. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt mal. Anstatt dass man vielleicht, das wäre noch vielleicht eine bessere Idee, anstatt dass man vielleicht dann sagt, während ein Korb nicht mehr ganz so gut ist, verfällt das darin gelagerte Fleisch ein bisschen schneller. Zum Beispiel. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen realistischer, oder? Ein Korb, wo irgendwie die Lücken drin sind, da laufen auch die Mäuse durch. Oder Wind und Wetter sorgen dafür, dass das Fleisch dann eher kaputt geht. Könnte man zumindest meinen. Na gut. So, die Speere werden gemacht. Wir haben schon ganz gut bearbeitete Stöcke. Ist sehr schön. Drei Leute hier. Es fehlt ein bisschen an den Pflanzenfasern. Keine Ahnung wieso, aber es gibt hier wenig Pflanzenfasern aktuell. So, nochmal ein Hirsch gefunden. Das ist gut, der gibt nochmal ordentlich Fleisch. Ja, wir ziehen weiter. Der Oberbürgermeister hat beschlossen, dass er weiterzieht. Er lässt dieses Konstrukt hier, dieses traurige Steinkonstrukt hier zurück. So wie es ist. Vielleicht erfreut sich daran ein anderer Stamm, wenn er irgendwann mal hier vorbeikommt. Aber das wird natürlich nicht zurückgebaut. Wir bauen nur die wichtigen Sachen zurück. Und dann werden wir wahrscheinlich Ende Winter, Anfang Frühling weiterziehen. Genügend Essen ist ja da. Fisch. Wir könnten nochmal in die Vollen gehen, wenn das möglich ist. Wir könnten nochmal so richtig in die Vollen gehen und hier auf 4 Leute hochgehen. Es könnte sein, dass vielleicht im Winter gar nicht so gut gefischt werden kann. Und hier auch nochmal auf 4 Leute hochgehen. So. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch ganz viel Zeug bekommen. Und dann losziehen. So quasi der letzte Endspurt vor dem Abmarsch. Das müsste dann Station 4 sein, oder? Das müsste Station 4 sein. 1, 2... 1, wo war die zweite Station hier? 1, 2 war das, dann 3. Oh, das ist schon Station 5 dann.
Das ist dann schon Station 5 anscheinend. Ja, ganz schön viele Stecken hier. Wer hat denn hier seine persönliche, private Steckensammlung hierher gebracht? Sind das die 22 Holzspeere oder sind das die 50 bearbeiteten Stücke? Das kann ich euch leider nicht sagen. Es ist nicht definierbar. So, wie viel bringt uns das Mufflon? 39, okay. Oh, wir haben nochmal einen Todesfall zu beklagen, liebe Freunde. Adim Beles ist nach einem langen Leben gestorben. Die sterben immer hier vorne anscheinend jetzt. Zumindest müsste... Wo ist er denn? Da liegt er. Da liegt er mit dem Gesicht nach unten. Und die sterben immer irgendwie abends, nach dem Arbeiten anscheinend. Na gut, dann werden wir dem Adim Beles auch noch ein Begräbnis zugestehen. Dann die anderen Grabstätten werden wahrscheinlich leer bleiben dann. Aber so ist es halt, ne? 15 Leute, 13 arbeitend. Die Leute sind auch anscheinend noch ganz zufrieden. So, erstmal frühstücken, wie so oft. Dann kurz betrauern und dann mitnehmen. So, wer macht das? Argina zum Es. Ja, fängt schon wieder an zu regnen hier. Zumindest donnert es bereits wieder. So, das war's. Drei Tote sind jetzt hier zu beklagen. So schnell kann's gehen. Gut, also wir sehen den Frühling schon an der Tür klopfen hier oben. Ich würde aber schon sagen, also diesen Tag sowieso noch, den nächsten Tag auch noch und dann wird quasi gepackt. Das ist der Plan. Und dann gucken wir nochmal genau, was wir alles mitnehmen können. Ob dann die Stöcke hier zurückbleiben tatsächlich. Und der Schlamm wahrscheinlich auch und vielleicht die Pflanzenfasern. Ich werde das mal ein bisschen beobachten, weil das war bisher immer noch ein bisschen Mysterium, wie das dann letztendlich gehandhabt wird vom Spiel. Ansonsten könntest du halt wahrscheinlich einfach unglaublich viel Zeug ansammeln, jetzt in der freien Phase und dann losziehen und mit, keine Ahnung, 30 Tonnen Gepäck dann über die Berge ziehen, was wahrscheinlich jetzt auch nicht so realistisch ist. Auf der anderen Seite, du kannst auch schon mal alles schön bearbeiten, wie zum Beispiel die Stöcke jetzt hier und dann die halt mitnehmen, also es macht wahrscheinlich wenig Unterschied. Können wir denn jetzt mal gucken? Habe ich 50 Stücke eingestellt hier. Mach mal 100, damit hier noch ein bisschen weitergearbeitet werden kann. Hier vorne. Zumindest diesen einen Tag noch. Weil wir die Stöcke immer wieder brauchen. Also dieser eine Tag, der bleibt jetzt noch, weil der Frühling jetzt gleich kommt. Oh, jetzt kommen nochmal Migranten. Zwei Stück Platz hätten wir noch. Eine Person. Die würde unseren Steinbau auch nochmal fördern. Aber dafür, gut, aber Fischen ist ja okay. Ne? Fischen ist ja okay. Da sind wir ja schon ganz gut im Fischen. Aber den Steinbau fördern, richtig gut. Argina, willkommen im Stamm. Das heißt, wir sind jetzt bei der Steinbearbeitung komischerweise immer noch bei 10%. Aber Werkzeugschmiede hat zugenommen. Wir sind jetzt auch bei 10% Werkzeugschmiede. Das hat sich geändert jetzt, oder? Das war vorher bei 5%. Wenn ich mich noch recht erinnere. Ja, heißt trotzdem nicht, dass wir jetzt schon was machen können. Es fehlt nur noch ein, zwei Pixel bei der Anforderung. Na gut. Es hat ja auch niemand behauptet, dass das einfach ist hier, das Zeug. Es hat ja niemand behauptet jetzt. So, wir werden mal kurz diese Mauern jetzt hier, die werde ich jetzt mal abbrechen, Leute. Die nehmen nämlich nur Arbeitskraft für den letzten Tag noch. Muss das anscheinend einzeln machen? Oder kann ich das irgendwie mit Doppelklick? Nee, Doppelklick geht hier leider nicht. Oder dass man das irgendwie markiert, geht auch nicht. Wir brechen das mal ab, weil ich gerne sehen möchte, wenn noch Steine gesammelt werden jetzt, ob wir die Steine mitnehmen können. Weil beim letzten Mal sah es ja nicht so aus, dass wir die Steine mitnehmen können. Deswegen würde ich da gerne mal gucken. So, also wir haben jetzt wie viele Leute? 16?
16 Leute, sehr gut. Dann die Jäger. Oh, da ist ja doch nochmal ein bisschen was gefunden worden hier. Hirsch, Wildziege nochmal. Ja, aber ist okay. Aber Fisch ist weg, ne? Fisch ist jetzt hier weg. Wahnsinn, wir hatten 200 Fisch und jetzt nur noch 62. Also es wird Zeit weiterzuziehen. Und ich würde das jetzt auch ehrlicherweise erstmal so lassen mit 4 Leuten Fischer, 4 Leuten Jäger im neuen Gebiet, damit die einfach schnell mal dafür sorgen, dass hier was durchkommt. Dass hier was auf den Tisch kommt. So, jetzt ist die Frage, warten wir noch einen Tag? Komm, einen Tag warten wir noch. Einen warten wir noch ab. Das wird, da kommt noch mal eine Gruppe. Und wenn keine Gruppe kommt, dann gucken wir mal kurz wegen den Stein. 46 Ruhr Stein, das passt. Das heißt, wir brauchen wieder 6 Hütten. Beim nächsten Mal. Wäre natürlich super, wenn wir gleich irgendwie die Baumstämme mitnehmen können. Das wäre richtig gut. Weil Baumstämme ist halt ein Riesenproblem, wenn du keine Axt hast. Dann kannst du nur die herumliegenden Baumstämme aufheben. Aber mehr schon auch nicht. Oh! Da hinten ist es noch schön hier. Eieieiei. Da vorne ist jetzt noch ein Grab, ist noch frei, oder? Ich glaube, das hier ist noch frei. Oder? Ja. Na gut. So, also bei diesem Wetter werden wir auf alle Fälle nicht unsere Sachen packen jetzt. Wir warten noch einen Tag ab jetzt. Aber wobei, jetzt wird es gerade besser werden hier über Nacht. Es nieselt nur noch leicht. Warten noch einen Tag. Ich hätte gern noch ganz kurz diese Tier. Oh, jetzt ist hier nochmal ein Auerochse. So, Abartan hat das Stammeswissen verbessert. Und, was sage ich, eine Gruppe Migranten ist nochmal eingetroffen jetzt hier. Guck dir das an. Nochmal 2 Leute. Fischen und Architektur. Oh. Ja, nehmen wir mit. So, die beiden schließen sich an. Das ist gut. Jetzt habe ich hier 18 Leute. Perfekt. Das heißt, unsere Zelte sind komplett ausgefüllt jetzt. So, jetzt wird natürlich auch viel mehr gemampft. Darf man nicht vergessen jetzt. Aber so ist es halt mal. So, könnte es bitte jetzt wieder schönes Wetter haben. Liebe Götter der Vernunft. Wir gucken nochmal ganz kurz zu den Gräbern hier rüber. Verabschieden uns quasi von den zurückgebliebenen hier. 2 Gräber sind hier sogar noch frei. Oder ist da wieder eins frei geworden? Die Gräber, die bauen sich ja quasi wieder nacheinander ab. Es kann gut und gerne sein, dass das vielleicht sogar wieder frei geworden ist. Adim Beles. Iria, wir hatten ja eine Person, die vorher noch gestorben ist. Ich glaube, es waren wirklich nur 3. Dann waren das wirklich nur 3 Leute. Der Arso hier. Arzao, den haben wir ja komplett übersehen. Er hat sein Steinwissen mit ins Grab genommen. Sprichwörtlich quasi jetzt, ne? So, ein letzter Tag bricht an. Letzte Nacht, besser gesagt. Steinbearbeitung immer noch nur 10%, Mensch. So traurig. Architektur sind wir jetzt bei 10%. Da gab es aber jetzt auch keine Meldung, dass wir was Neues bauen können. Da sind wir noch weit davon entfernt hier. Meine Güte. Das nächste wird wahrscheinlich die Pelzgrubenhütte sein. Ach, guck. Ich hab's doch noch gesagt, ne? Guck dir das an.
Wir haben jetzt hier bei Schlafen einen Wert von minus 13. Wenn ihr euch erinnert, ich habe vor einigen Folgen hier reingeguckt in den Tooltip und dann stand hier irgendwas von plus 30. Und das hat sich jetzt geändert. Ich glaube wirklich, dass das abhängt vom aktuellen Jahr hier. Das heißt, je weiter wir fortschreiten, umso unzufriedener werden die Leute natürlich mit den alten Hütten-Typen und wollen hier was Neues. Und deswegen sind wir hier bei minus 13. Ja, ich kann euch leider noch nicht mehr bieten, liebe Leute. Es ist schon mal besser wie das Lagerfeuer, aber es ist natürlich jetzt auch kein wohnlicher Palast, den ihr jetzt hier habt. Das ist leider so. Na gut, dann reißen wir mal die Zelte ab, sobald hier alle aufgestanden sind und fertig gefrühstückt haben. Und auch den Rest nehmen wir mit. Und dann werden wir mal im Auge behalten, wie sich das bei der Migrierung dann verhält hier oben. So, die Leute sind wach, das heißt, wir geben Befehl für den Abriss. So, einmal alles mitnehmen. Wir pausieren auch wieder die Jagdgruppen, damit alle mithelfen beim Abbau. Und nicht nochmal irgendwie großartig herumlaufen. Die Bänke könnte man vielleicht mal abbauen. Da bin ich mir nicht sicher, ob es da überhaupt dann den Stamm wieder zurück gibt. Kann man ja mal, vielleicht mal die große Holzbank hier. Die war sehr teuer hier. Die große Bank, die reißen wir ab. Und bei den Gruppen werden wir mal kurz pausieren. Auch wenn hier noch ein Auerochse auf uns warten würde. Hier wäre noch ein bisschen Fleisch. Na, Fleisch gibt es hier keins mehr. Ja, Fleisch wurde schon eingesammelt. Das passt. Wir sind jetzt bei 85 Trockenfisch, 100 Trockenfleisch und 36 rohem Fleisch und 9 Fischen. Überhaupt kein Problem für die Migration, aber ist schon sehr wenig geworden jetzt auf über den Winter quasi. Gut, dann macht euch mal hier an die Arbeit, liebe Leute. Wer rennt denn hier so im Kreis? So, alles zurückbauen. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder eine Nacht so verbringen. Und die nächste Nacht dann erst wieder unser Ziel erreichen. So, das sieht gut aus. Hier vorne vielleicht noch das Zeug. Ach, das könnte aber jetzt auch noch abreißen hier. Jetzt, der eine bleibt jetzt hier stehen. Ja komm, dann lassen wir den einen stehen, damit nicht zu viel Zeit vergeht. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wir gucken mal ganz kurz. Wir haben jetzt 14 Pflanzenfaser. Ich habe auf alle Fälle auch Stöcke mit dabei. Ich habe unglaublich viele rohen Steine mit dabei. Und wir haben auch noch feinen Rohstein mit dabei. Okay, und jetzt gucken wir mal, wie es ist, wenn wir uns auf den Weg machen, was dann zurückbleibt. Also, wir haben gesagt, wir wollen hier vorher zu diesem kleinen Hügel. Und am schönsten wäre natürlich, wenn wir irgendwie hier vorne an der Seite, an der rechten Seite jetzt hier des Flusses uns niederlassen. Ich will jetzt nicht dazwischen mich irgendwie reinquetschen. Auch wenn das jetzt sehr klein aussieht und wahrscheinlich im Spiel dann ein bisschen größer ist und man genügend Platz hat. Aber wir siedeln uns erstmal hier auf der Seite an. Das ist aktuell der Plan. So, und jetzt gucken wir mal hier hoch, was wir hier mitnehmen. Ah, guck, alles weg. Alles weg und da doch auch wieder ein bisschen was da, ne? Also die Steine sind jetzt weg. Komischerweise, Pflanzenfasern sind jetzt noch mit dabei. Müssen wir das dann im Video mal angucken, was da genau rausfällt. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwie eine Tragekapazität haben. Das heißt, je größer der Stamm ist, umso mehr können wir mitnehmen. Aber für mich sieht das so aus, als würden die Rohstoffe, die Rohressourcen, aus denen quasi alles gemacht wird, die würden dann zurückgelassen werden. Zumindest sieht das so aus. Auch die Baumstämme, komischerweise halt ein kleiner 1-Baumstamm. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Rundungsproblem in der Engine, dass das dann immer noch so angezeigt wird. Aber was mich wundert, ist Pflanzenfasern. Aber auch weniger Pflanzenfasern werden mitgenommen. Alle bearbeiteten Stöckchen, aller Holzspeer, das ganze Leder natürlich auch. Das Essen glaube ich auch vollständig. Hier auch wieder Stöcke mit dabei noch. Es ist ein bisschen undurchdringlich jetzt hier, was hier an... So, wir gehen mal ein bisschen schneller.
verbrauchen relativ viel Nahrung natürlich, ne? Zweimal am Tag. Aber jetzt sind wir schon angekommen. Oh, jetzt ist auf dem Weg ist auch noch der Arzao gestorben. Jetzt können wir dem gar kein Begräbnis geben. Oder wird der noch mitgenommen? Ich glaube nicht, dass der mitgenommen wird hier. Nee, 17. Das heißt, der ist jetzt hier irgendwo... Ja, der ist bestimmt begraben worden hier. Offiziell. So wie von uns natürlich immer durchgeführt. Ich kann schon anhand der Ladezeit kann ich schon sagen, das wird ein fruchtbares Land hier. Oh, das sieht aber toll aus hier. Guck dir das an. Wo ist denn jetzt hier der Hügel? Müssen wir uns kurz ein bisschen... Das hier ist anscheinend der Hügel, sehe ich das richtig? Aber wieso ist hier so eine... Das sah eigentlich aus, als wäre das hier auf der rechten Seite etwas entspannter mit der Anhöhe. Aber jetzt, wo ich das so sehe... Na gut, also wir können hier auf alle Fälle runterlaufen. Das ist schon mal ganz gut. Und hier vorne auch hinlaufen. Frage ist, da sehe ich schon Getier. Ein dickes, fettes Pferd, das wir jagen können. Super. Die Frage ist, sammeln wir uns hier vorne gleich oder bleiben wir vielleicht auch mal hier? Es ist auch ein schöner Ort hier irgendwie. Finde ich jetzt auch ganz schön hier. Vielleicht, dass wir mal ein bisschen weiter im Inneren bleiben. Hier drinnen. Dann müssen zwar die Fischer ein bisschen weiterlaufen, aber in den Ort ganz schön eigentlich. Der sieht ganz, ganz hübsch aus. Natürlich jetzt hier auch auf die andere Seite wahrscheinlich. Naja, hier oben zum Beispiel könnte man auch. Aber da ist halt der besiedelbare Bereich. Da muss man immer hier rüber, wenn man dann auf Jagd geht. Schlecht. Schlechte Wahl. Also wir siedeln uns hier an. Da sind auch ein paar Baumstämme noch. Ganz gut aus. Das sieht aus wie ein bisschen Schlamm. Wunderbar. So. Ihr kennt ja den Drill jetzt mittlerweile, ne? Ihr kennt den Drill ja. Die Jäger und... Die Fischer, die bleiben erstmal pausiert, damit alle beim Aufbau helfen, beim Sammeln helfen. Wir fangen mal wieder von vorne an. Das wäre vielleicht ganz schön, wenn man hier mal ein bisschen ein besseres, keine Ahnung, ein zum Blueprint speichern könnte. Ne? Aber dann wäre es auch vielleicht wieder ein bisschen langweilig, wenn man immer die gleiche Siedlung zum Start aufstellt. Wir gucken jetzt mal. Ich habe jetzt keine Baumstämme. Wir hätten halt hier gleich Baumstämme. Wir brauchen einen Baumstamm für diese Feuerstelle. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen mal ein dickes, fettes Feuer. Wir machen natürlich wieder unsere regulären Pelzhütten. Das waren 6 Stück. Da würde ich jetzt auch gleich 7 einplanen. Weil wir aktuell... Ja, wir könnten noch eine Person dann aufnehmen. Aber dann planen wir schon mal vor, dass wir hier nochmal mehr Leute aufnehmen. Wir brauchen mehr Wissen. 2, 3, 4, 5. Oh Gott, das sind aber viele. 6, 7. So. Schön um das Feuer herum. Dann natürlich unsere Trockner. Die kommen hierher. Na, 4 Stück eigentlich brauchen wir. 1, 2. Dann die... Gerber stellen, da mache ich jetzt nur 2 Stück. Das reicht schon. So, und dann müssen wir natürlich die Prioritäten erhöhen. Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Aber hey, wenn man mit dem Stamm migriert, dann ist es halt einfach mal so, ne? Dann musst du immer wieder alles neu aufbauen. Irgendwann wird es besser. Der Bürgermeister, der Oberbürgermeister verspricht bessere Zeiten irgendwann mal. Dann die Bank und so weiter, die sparen wir uns. Die machen wir erst, wenn es dann soweit ist. Wir haben den kompletten Stein jetzt verloren. Ne? Die 150 Steine oder so einfach zurückgelassen. Da freut sich der ein oder andere bestimmt mal darauf. So, diese Opferstätten machen wir hier mal ein bisschen rein in die Mitte. Und das war es erstmal. Wir überprüfen noch ganz kurz hier die Arbeitsplätze. Ich würde hier mal kurz zurückfahren, weil wir die Arbeitshände jetzt brauchen. Das passt. Jäger müssen wir noch befüllen. Pflanzenfasern würde ich jetzt auch erstmal 2 machen. Würde ich jetzt auch erstmal 2 machen. So.
Stein ist wichtig. Genau, Schlamm ist ja mit dabei. Holz ist perfekt. Stroh brauchen wir aktuell noch nicht. Wunderbar. Okay. Los geht's. Waltet eures Amtes, ihr lieben Leute. Erfreut euch an der neuen Umgebung, an eurer neuen Heimatstadt. Und da geht die Sonne schon unter. Ui, schlechter Zeitpunkt, um jetzt hier. Naja, die erste Nacht gleich mal hier draußen. Wahrscheinlich die zweite auch, bis das Feuer fertig ist. Die dritte wahrscheinlich auch noch. Nun gut, nun gut. So ist es halt mal. Wo laufen die denn jetzt alle hin? Verteilen sich kreuz und quer. Ah, guck. Der Lieblingsbaumstamm. Allerdings sind ja auch nicht alle. Die anderen sind irgendwo anders hingelaufen. Keine Ahnung, wo die herumliegen. Ah, hier oben. Ich habe das Gefühl, hier gibt es leichte Grüppchenbildung. Na gut, ich mache nochmal die Musik ein bisschen leise. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass das so laut ist. Wenn das in den ersten Folgen auch so laut ist, dann tut mir das sehr, sehr leid. Aber es ist anscheinend egal, wie laut ich das einstelle in den Optionen. Man hört es natürlich trotzdem immer noch. So, auf geht's. Ihr macht das jetzt, Leute. Wir brauchen ja auch wieder Steine. Das ist das große Problem bei diesen Pelzhütten, dass wir nicht alles direkt aus unserem Lager heraus bauen können, sondern dass wir quasi diese Steine brauchen, die erst gesammelt werden müssen. Das ist ein großes Problem. So, Fellgerber sind zuerst gebaut. Trockner ist einsatzbereit. Der hier oben. Stellen mal das Trockenfleisch hier oben ein. Und den Fisch hier unten. Hier setzen wir. Es regnet schon wieder. Ich werde wahnsinnig. Das hatte ich ja auch noch nie, dass es so oft geregnet hat hier. Ich mache kurz Pause, Leute. Wir haben was Neues gelernt. Steinäxte und Holzdreizack wurde gelernt. Adom hat das Stammeswissen verbessert. Okay, gleich mal einstellen hier, Leute. Gleich mal einstellen. Axt und Dreizack. Wir haben zwei Leute hier. Wir stellen ein bei dir hier vorne. Wir lassen es mal bei 25 oder bei 20 erstmal. Bei den Äxten stellen wir ein, da brauchen wir nicht so viel. Da würde ich jetzt einfach mal so 3 einstellen. Und bei den Zacken hier 5. Wenn wir 4 Leute haben, dann sollen die quasi, 4 Leute sollen den Holzdreizack haben und einer quasi immer in Reserve zum Austauschen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Oh, fantastisch. Endlich können wir hier Bäume fällen. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Eieiei. So, wir werden mal ganz kurz, kann ich denn das hier pausieren, den Schlamm? Ist ein bisschen blöd, weil ich den nicht pausieren kann. Ich kann den hier nur irgendwie auf 1 stellen oder so. Na gut. So, Iza hat auch nochmal das Stammeswissen verbessert. Ja gut. Ja, da freut man sich über jeden Strohhalm hier, den man entdeckt. Meine Güte. So, wieso habe ich hier plötzlich so viel Haselnüsse? Wer sammelt? Wieso sind denn jetzt 9 Leute hier drinnen? Wir müssen mehr Leute zum Steine sammeln jetzt. Abstellen, Leute. Wir müssen erst Steine sammeln. Das ist ganz wichtig. Den Schlamm stellen wir auf 1. Es regnet mal wieder. Nur für den Fall, dass er noch nicht gemerkt hat, dass es wieder regnet. Aber es regnet. Ich sag's ja nur. So, sammelt Steine. Sind hier überhaupt Steine irgendwo? Ich habe gar nicht aufgepasst. Hier sind Steine. Hier sind Steine. Kann man diese Wettereffekte noch ein bisschen leiser machen? Ich bin heute sehr pingelig, ne? Effekte vielleicht ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. So, ah, hier kommen die Steine, sehr schön. 6 Leute sammeln jetzt Steine, das ist gut. Damit sollten auch die Sachen hier entsprechend aufgebaut werden. Was ist mit den Baumstämmen hier?
müsste auch gesammelt werden jetzt. Zwei Baumstämme sind da für das Feuer. Perfekt. Na gut, das dauert noch ein bisschen, bis wir hier alle unterbringen jetzt. Länger, wie ich dachte. Ich sehe gerade, die Zeit ist weit fortgeschritten. Ich würde mal sagen, weil das hier so ein Mistwetter ist, drücke ich auf Pause. Oh, was für ein toller Matrix-Effekt hier. Ich drücke auf Pause. Mit diesem verschwommenen Bild entlasse ich euch in die Freiheit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann hoffentlich wieder bei besserem Wetter und natürlich dann auch endlich mit unseren Pelzhütten. In diesem Sinne macht's gut, vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns. Macht's gut.